möchte heute mal direkt mal zwei Geräte miteinander vergleichen. Zum einen die neue FLIR T500er Serie von FLIR und zum anderen ein Vorgängermodell, die T335. Wo sind da die Unterschiede? Was sieht man so? Also einmal kann man optisch sehen, die Kamera sieht ein bisschen anders aus. Die aktuellen Geräte sind mit ein bisschen größerem Display ausgestattet und dergleichen. Für mich aber entscheidend in der Thermografie ist eigentlich nicht, sieht die Kamera schwarz, grün, gelb, rot oder blau aus. Es gibt ja auch verschiedene Hersteller von Kamerasystemen, sondern für mich geht es eigentlich im Wesentlichen darum, was kann die Kamera technisch. Wenn man mal zum Beispiel die T335 vergleicht mit einer 530, dann wird man feststellen, in den technischen Angaben kann man übrigens auch nachlesen unter www.kauf-flir.de, dass die Kameras eine komplett identische Auflösung haben. Die hat 320, 240 Bildauflösung, beide Kamerasysteme. Und für mich eine ganz entscheidende Kiste ist dann, wie groß ist der Messfleck, wenn ich bei einer Kamera tatsächlich irgendwie eine Störstelle messen will, zum Beispiel im Schaltschrank eine Leitung nicht nur sehen will, dass die Leitung warm ist, sondern tatsächlich auch eine Temperatur messen will. Und da muss ich feststellen, dass wenn man mal das Wertmaß da vergleicht, nämlich das Bogenmaß, angegeben in Millirad in den technischen Angaben, stelle ich fest, dass die T335 1,36 Millirad hat, die T530 hat 1,31 Millirad, was umgerechnet, wenn man dann mal das auf den Abstand sieht, dann in der Wirkung bedeutet, dass es eine knapp unter 4 und das andere knapp über 4 mm Messfleckgröße bei einem Meter Abstand angeht. Das heißt für mich als Anwender, dass ich ein Stromkabel tatsächlich messen kann und ich dann auch feststellen kann, dass es nach wie vor auch VDS-geprüfte Elektrosachverständige gibt, die mit einer T335 arbeiten, die da exakte, genaue Aufnahmen machen. Und wir haben das auch mal im extremen Workshop mal getestet. Ich habe da schon mal an anderen Video mal darüber berichtet. Wir waren in Finnland unterwegs und waren bei wirklich eisigen Temperaturen stundenlang draußen. Und wir haben die beiden Geräte miteinander verglichen, wobei in Finnland war es sogar eine 540, die noch einen besseren Messfleck hat, die noch genauer messen kann, was Messfleckgröße angeht. Und wir haben festgestellt, dass bei gleichem Abstand und unter gleichen Bedingungen die beiden Kameras eine Abweichung haben, die ist nahezu nichtig, nämlich 0,2 Kelvin. Das ist unterm Strich überhaupt gar nichts. Und wir tatsächlich auch sehen konnten, beide Systeme arbeiten hervorragend. Also immer dann, wenn es preislich mal so eine Situation gibt, kann ich mir so eine Kamera noch leisten. Das Budget ist nicht so allzu üppig.